Hallo liebe Leute, bei Markus Lanz bin ich auf einen interessanten Einspieler gestoßen, der KubiKey am Wahlabend in Thüringen zeigt, am Wahlabend der Ministerpräsidentenwahl. An diesem Abend verteidigt KubiKey die Ministerpräsidentenwahl und findet es gut und bringt eigentlich alle Punkte so, wie sie logisch sind, vor. Mein Ministerpräsident, wenn die Stimme der AfD gewählt wäre, würde ich mich zugrunde schämen. Dann würde ich ja zurücktreten. Dann würde ich heulen und den zu Rücktritt auffordern. Das dürfen, als Erfolg das dürfen Sie auch gerne machen. Die Demokratie sieht das nicht vor. Die Verfassung sieht das auch so nicht vor. Ja, das ist Ihre Sicht der Dinge. Meine ist es nicht. Man kann eine Minderheitenregierung unter Ramelow führen, man kann eine Minderheitenregierung unter FDP führen. Man lässt sich nicht mit Stimmen der AfD wählen. Ja, man lässt sich auch mit beiden Anträgen unterstützen. Zieht ihr alle eure Anträge zurück im Deutschen Bundestag, wenn ihr AfD... Das war abgesprochen. Das behaupten ja nur die Grünen wahrscheinlich. Aus lauter Frust, dass ihr nur immer dabei seid. Nee. Ja, logisch. Nee. Warten wir es doch mal ab. Das Einzige, was jetzt traurig ist, es gibt eine Minderheitenregierung nicht mehr unter Führung von Ramelow, sondern unter Führung von Kemmerich. Alles andere bleibt doch gleich, oder nicht? Nicht? Und im Übrigen musst du dann mal sagen, was machen Unionsfreunde? Wir haben 4 oder 5 Stimmen im Landtag von Thüringen. Ich habe mich nur gewundert, dass Sie es als Erfolg begrüßt. Ja, ich finde es toll, dass wir eine Veranlässe darüber haben. Ist gut für Sie. Gut auch für die FDP. Dass jemand mit der AfD-Stimme in Regierungsverantwortung gewählt wird, das finde ich ein Dammbruch. Ja, aber was passiert denn sonst noch? Es gibt keinen Zusammenhalt, keine Koalition, keine Kooperation. Es passiert in der Politik im Land nichts. Dann ruft man Neuwahlen aus. Das kann ja passieren. Dann fordern Sie ihn auf, zurückzutreten, damit man Neuwahlen haben. Das ist doch albern, Gott. Können wir gucken, wenn wir beim nächsten Haushalt keine Mehrheit kriegen, wird das gehen. Die Grüne ist natürlich empört, wobei die Empörung meiner Meinung nach sehr gespielt wirkt. KubiKey hat alles auf den Punkt gebracht, dass es einen FDP-Kandidat gibt, aber was ja auch faktisch so ist, dass die AfD überhaupt keinen Einfluss hat. Aus meiner Sicht leider, also die AfD hat sich da ganz schön hergegeben, dass sie das mitgemacht hat, dass sie einen FDP-CDU-Kandidaten gewählt haben, der sie beschimpft wie Abschaum, wo sie keinen Gestaltungsspielraum haben, außer dass sie stimmen, wie sie wollen. Und wenn sie halt dagegen stimmen, gibt es Neuwahlen. Da ist die AfD eigentlich schon sehr weit entgegengekommen, hat sich eigentlich schon fast selbst verleugnet. Und genau das hat KubiKey an dem Wahlabend so dargestellt. Es wäre wirklich sehr interessant zu erfahren, was hinter den Kulissen vorgefallen ist, dass Lindner und KubiKey, dass sie alle umgefallen sind und dass Kemmerich zurückgetreten ist. Das ist für mich wirklich erstaunlich, dass die FDP das mitgemacht hat, weil für die FDP ist es eine Katastrophe. Aber es liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, dass es viele Hetzer und schlimme Menschen gibt, wie Gerhard Baum. In einem anderen Video gehe ich etwas näher auf ihn ein, die da anscheinend irgendwelche Hebel in Gang gesetzt haben. Es ist schwer zu erklären. Was ihr von dem einen Spieler haltet, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Macht's gut!